Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge von OMSI, der Omnibus Simulator. Ich möchte mich entschuldigen von der letzten Folge, da Fraps gedacht, einfach mal auf die Idee kam, einfach nicht mehr aufzunehmen, sondern nur mein Ton von Outer City. Und ja, deswegen muss das so beendet werden. Auf jeden Fall tut es mir leid, ich hoffe, so eine Panne passiert nicht nochmal. Wir sind wieder auf der Map St. Ilsensee. Wir fahren die Linie 441 von Seeberg nach Ilsensee-Waldwanderweg. Unsere Abfahrt ist 17.16 Uhr. Wir fahren den MAN SD202D92 mit einem St. Ilsen Stadtwegrepaint. Da werden wir mit Elektrik starten. Ich habe ein bisschen Erkältung, entschuldigt. So. Ich nehme wie immer nachts auf. Das ist langsam Standard bei mir. Nehme ich immer meine Ruhe. So. Ich sollte mal auch anmachen. Ich glaube, das ist auch das erste Mal, dass ich am Tag fahre. Weil ich hatte bei meinen alten Rechner so viele Probleme gehabt, dass es ruckelt hat. Und die Sau. Ist nicht mehr, da freue ich mich auch. Ich habe sehr viele Maps installiert, die werde ich auch let's playen. Ich habe aktuell jetzt drauf Essen, dann habe ich St. Ilsensee, dann Römerberg Version 2, Omnisk und hier was, glaube ich, Gouda Rotterdam oder wie das heißt, den Fall fährt dann unter Linie 96 mit einer langen Fahrt von 70 bis 90 Minuten. Tja. Ja. Ich guck mal, ob ich gerade noch aufnehme. Ja. So. So bleiben. So. Motor starten. Lauter stellen. Druckluft. Das war auch unser Kollege, den wir jetzt ablösen. Er kann jetzt nach Hause zu seiner Familie. So, und wir werden auch. Das ist jetzt wieder eine Sache. Das, ob der Fips noch aufnimmt. Die Zeit vorspulen. Auch aufnehmen, sonst mache ich Stress. So, unser Kollege ist weg. Ist logisch. Licht kann man machen draußen. Linie 1. Ja, es ist mal wieder Freitagabend, also Samstagabend. Ja, zweiter Film. Also Samstagnacht. Freitagnacht, also jetzt ist er Samstag, 1:10 Uhr. Und ja, ich bin heute wieder Bus gefahren, weil ich dafür kein Fahrrad fahren, was ich sehr scheiße finde. Aber so langsam gefällt mir das, wie ich euch bei der letzten Folge erzählt habe, war er der Busfahrer hier drauf gewesen, die gute Laune hat, dass man eine Kippe nicht steckt. Und naja, diesmal habe ich einen. Auch guten Busfahrer, da war auch gut drauf. Er hat mit mir redet dauernd, weil ich bin irgendwie der einzige Fahrgast im Bus. Das war voll verspielt und falsch das. Und
Naja, auf jeden Fall, wenn ich das aufnehme, ja, weil das beginnt, ich muss mir einmal dran gewöhnen, weil das ist immer gut. Auf jeden Fall, hat über Frauen und so erzählt und über Hauptschulabschluss und wie er als Kind dazu wurde mit Schulnoten und ja. Da eins hat er erzählt, und zwar ein Mädel aus meiner Klasse wollte nach dem Fahrplan fragen. Wegen Bus, warum der nicht kam. Also, er musste extra aussteigen, musste erstmal erklären, dass der Bus nur an Schultagen fährt, dass da auch ein S steht. So. Dann ist er wieder eingestiegen und dann fing er an zu reden und so. Naja, sie hatte auch Boxen gehabt und hatte eine alte Pulle in der Hand. Und ja, hat ein bisschen gelabert und so. Zum Beispiel saufen können. Heutzutage können die Mädchen saufen, aber nachdenken und so nicht mehr richtig. Oder hat über seine Jugend erzählt, dass er auch mal so drauf war, 17, 18, ne? Und was ja heute leider nicht mehr so, ne Quatsch, was war das, Da hat er gesagt, dass er damals meine Hund kriegen wollte und naja. Naja, der sagt, der Busfahrer sagt zu, ja, naja, erstmal Runde, also bei der Party und so, erstmal Runde tanzen, immer weiter tanzen. Ein bisschen geht nicht mehr und wollte ich eine angeln und ja, dauernd die Antwort, nee, erstmal tanzen oder so. Bei ihm ging es darum, dauernd dieses blöde Tanzen statt mir zu finden oder so. Was hat er gesagt? Ich hab ein scheiß Gedächtnis, ey. Nächste Haltestelle, Vogelbühl. Auf jeden Fall, Dinge zum Party, Weiber, Alkohol und Fick. Guten Tag. Guten Tag. Dies ist wirklich die Wahrheit. Ich erzähle jetzt auch wirklich keine Scheiße. Ja, ich bin nicht wie Sarah Kinderbeck, die alles sonst was erzählt. Ich bin echt erstaunt mit dem.
meinen letzten Folgen muss ich mich auch entschuldigen. Da war ich etwas müde. Aber es oft ist so. Folge so Mitte 18. Februar erscheinen sollte, dann eine kleine Information. Wahrscheinlich wird es am 19. Februar 2013 kein Let's Play geben, da ich 19 werde und Geburtstagfeier, genau, wir haben Wochenende auch. Und ich weiß nicht, ob ich eine Lade nicht. Geschafft. Für ein jetzt ja Zuschauer, wie war euer Zeugnis denn so? Euer Halbjahreszeugnis, die schon Zeugnisse bekommen haben. Habt ihr gute Zeugnisse oder schlechte Zeugnisse? Keine Ahnung. Oder was habt ihr bekommen von euren Eltern, Oma, Opas? Nächste Haltestelle, Hohenstein. Könnt ihr ruhig reinschreiben. Also ich habe nichts bekommen. Weil ich kein Zeugnis kriege. Hallo. Eine Tageskarte bitte. Doch arbeiten. Ein Tageskarte. Was ich auf jeden Fall nicht installieren werde, ist...